Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Hier auf Hamburg auf der Innovationslinie 109 von Alsterdorf bis zum Hauptbahnhof mit dem MAN Line City A21 als EIV-Variante mit dem Hochbahnrepaint, als Void-Variante mit der manuellen Türsteuerung und mit dem Grafikmod mit hochauflösenden Texturen. Und also hochauflösenderen Texturen und zusammen mit dem Sebibo. Hallo! Oh Gott. War so klar, dass irgendwas Bescheuertes kommt. Okay, Käsebrötchen. Alles klar, fahren wir mal vor, wa? Jo. Wir versuchen natürlich, möglichst ohne Hilfspfeile zu fahren, weil das einfach professioneller wirkt. Wie jeder weiß, Henkelqualität zum kleinen Preis. Ach nee. Fa falscher Spruch. Ja, aber Jeder. ihr müsst euch nicht wundern, warum jetzt hier schon Fahrgäste drin sitzen. Ich bin cool. Alles klar. Okay, ja. Ein Großbereich! Gott, die alte Oma, ey. Das ist geil, ne? So, dürfen wir schon abfahren? Was sagt die Uhr? 24, ne? Dürfen wir Eins. schon abfahren. Ach! Jetzt haben wir 25. Abfahren! Wow! Gesamtbereich? Ja, das ist schön. Ich kann nicht rüberfahren. Ich muss noch wechseln. Oh, was habe ich denn gemacht? Boah, ich bin jetzt erstmal pünktlich losgefahren, ey. Einmal Gesamtbereich, bitte! Dankeschön! Ich hab meinen Bus kaputt. Ach, ich jetzt geht's wieder. Irgendwie ist die Elektrik ausgefallen. Ich habe mir noch gar keine Knöpfe belegt für die Scheiße. Für die Fahrscheindruckerei und so. Tee? Ja, Tee, aber ich meine, ich hätte ja auf mein Lenkrad Knöpfe dafür. Ach War so. ein bisschen einfacher, weißt du? So, wir haben, wie nennen sich die Dinger? Kör? Kör? Ja, Kör. Kör heißen doch diese piependen Türen, ne? Die Piep. Hindenburgstraße. Ja. Oh, Gott, hier ist ja rot. Moin. Oh, das finde ich so cool. Ich arbeite in einem Callcenter, ne? Ja. Und wenn ich da mit Kunden aus Hamburg telefoniere, die begrüßen einen alle mit Moin. Ja. Das ist wirklich so. Das ist Ja. krass. Ist doch nicht schlimm, oder? Nee, ich finde es einfach nur schön. Schön. Wieso arbeitest du eigentlich im Oder Callcenter? im Osten sagen die zum Beispiel auch nicht auf Wiedersehen, sondern Tschüssi. Das sagen da die meisten. Das finde ich auch lustig. Wieso arbeitest du eigentlich im Callcenter? Nebenjob. Ist das nicht langweilig? Wie langweilig ist das nie? Du hast immer irgendwelche Kunden, die ausrasten. Ich Hey, würde das ist ko ein Falschparker! Nee. ich Oder? würde Nee. ich würde kotzen im Callcenter. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Du hast wirklich Kunden manchmal, die haben keinen Respekt. Tja, so ist das. Karl-John-Straße! Karl John, Kalkon. Kalkon, Kalkan, Kalkir, Kalkun. Wer weiß? Sibiu. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wenn du das Lenkrad, so quasi mit der rechten Halterung, da sind ja vier Halterungen am Lenkrad, der die Mitte Ja. festhält, ne? Und die rechte Halterung, wenn du die über das weiße Display machst, Ja. siehst du, was dann passiert? Nein. Ich glaube, du hast nicht verstanden, was ich meinte. Nein. Nein, das ist. Du hast ja die Mitte, das MAN-Zeichen, ne? Genau. Und das wird ja gehalten von vier Dingern. Ja, klar, von diesen vier Streben da. Genau. Und Ja. wenn du die Strebe auf dieses weiße Display drehst, so das Lenkrad so drehst, dass die Strebe über das weiße Display geht. Kann man durch die Tiefe durchgucken. Richtig, das ist das Problem. Oh. Das muss man auch irgendwie beheben. Wo weißt du das? Weil ich es gerade probiert habe. Ach so. Das ist ganz schön scheiße, finde ich. Das müsste eigentlich nicht schwer sein zu fixen. Du musst ja eigentlich nur ein paar Pixel mehr hinmalen, ne? Hinmalen. Naja, was machst du denn sonst? Keine Ahnung, modellieren, irgendwo 3D-mäßig. Ja, was? Ja. Es ist ja aber im Prinzip malen. Wenn wir das gute Paint.net nehmen. Immer mache ich die Haltestellenbremse rein. Ich bin echt ein Opfer geworden. Aber ich habe Void, das geht ab hier. Ist zwar nicht VHH. Wie komme ich jetzt von. Wie komme ich auf VHH jetzt? Natürlich ist das VHH typisch. Aber nicht HHA, also Hochbahn typisch. Aber. Zu Was viele soll's? Haas. Haha, Hamburg. Ah! Haha, VHH, Hahaha. HHH, Hansestadt Hamburg, oder Hi, was? Das hast du jetzt gesagt. Haha,
Das war krank, ja. Muss ich da das Delfinsgeräusch einblenden? Dieses. Ja, das müssen wir, glaube ich, machen. Ja, ich glaube, ich würde es vergessen. Ich glaube, ich würde es vergessen. Erstens und zweitens, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Ohne Schneideprogramm. Schneide mal mehr! Nein! Alter, der Manfred klingt ja hier wie ein alter Raucheropfer, ey. Hallo! Es eine Tageskarte, bitte! Das hat Udo gesprochen. Udo? Wer ist das denn? Lettenberg. Ja, der, nein. Das wird mir wohl hören, ne? Eine Tageskarte, bitte. Da müsste der noch so rote Augen haben. Noch ein bisschen faltigere Haut. Ja, aber das ist ja furchtbar. Der Typ sieht aus wie eine Leiche, ne? Was? Ja. Vor allem mit seinem Hut. Ja, der macht's nicht besser, das der Hut. Das Hut. Vor allem. Das ist ein Pennymark, hallo! Du weißt, du hast ja das Cover gesehen von seiner neuen CD da, ne? Hast du? Nee. Da kriegt. Er kriegt sowas nie mit. Da kriegt man auch Angst, wenn man das Cover sieht. Wirklich, wie eine Leiche, ja. Unglaublich. Wie kann man sein Leben nur so verkiffen, versaufen, verrauchen, alles? Versingen. Ja, nicht nur versingen. Der raucht, kifft, der macht ja alles. Und das täglich 100 Mal gefühlt. Jetzt habe ich schon wieder diese Fuck-Haltebremse. Haltestellenbremse. Wie findest du eigentlich die Haltehäuschen, die Haltestellenhäuschen? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber die sehen immer noch so aus wie früher. Nee. Also früher, was heißt früher? Ich war vor 1,5 Jahren in Hamburg. Ja, ja, aber in Omsi wurden die geändert. Früher in Omsi war das anders. Warum gibt es auch einen Fehler? Nee, wieso? Das sind halt die neueren. Sind die, ah, okay. Und die zu 2005, also von der originalen Hamburg-Version hier im Spiel? Da waren halt alte Haltestellenhäuschen, wie es auch da noch so war. Ah, ja, ich sehe es gerade jetzt. Warte, das hier sind. Ah, ja. Lalalala. Vorher waren das doch diese roten, ne? Diese roten Haltestellenhäuschen, diese ollen? Nein. Hier diese. Wie rot. Die sahen im Prinzip nicht großartig anders aus. Die haben nur Metallbänke gehabt mit Löchern drinne. Ja. Und. Wo waren die? Waren die nicht mal rot? Du kleiner Penis! Ja, wo? Die Haltestellen, aber doch hier auch rot. Wo meinst du, wo waren die rot? Die Haltestellenhäuschen in Hamburg. Ja, wo? Ja, keine Ahnung, an welche Haltestelle das geht. Nein, oh, an welchen Teil des Häuschens waren die rot? Ja, an den Streben, an der Stange, an dem. Wo das Dach drauf ist, an diesen Säulen. Das kann ja gut sein, ja? Ja. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon so lange her. Die gibt's schon ewig nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hier lang? Geradeaus oder links? Oder immer der Nase nach. Wo bist du denn gerade? Winterhude? Wo bin ich? Oh, ich bin 10 Minuten zu früh. Zielanzeige, wo bist du? Hä? Oh, ich fahr 74. Ey, dieser Bus hat echt eine krasse Beschleunigung, muss man mal so sagen. Ja. Da achtet man gar nicht drauf und ist schon bei 74. Ja. Ich glaube, ich muss hier geradeaus. Könnte echt. Kommt gleich das Ende der Karte. Hast du schon gehört, dass bald der Schlenky kommen soll von dem Bus? Ja, ich hab die Facebook-Seite von dem her abonniert. Oh ja, ich bin falsch gefahren. Ich hab kein Facebook. Aber ich hab's von jemand anderem gehört. Aber da hat der das angekündigt, ja. Ich wusste es nicht, aber ich hab's von jemand anderem gehört. Das finde ich auch gut. Hätte mich auch gewundert, wenn er nur die Solo rausgebracht hätte. Ach, Kacke. Ich habe 4 Minuten, von daher kann man auch mal falsch fahren. Dann hätte ich hier doch rechts gemusst. Du sagtest ja, der Doppelgelenkbus soll. Behalt! Warum lässt mich eigentlich keiner rein von den Arschgeigen hier? Ja, Doppelgelenkbus? Soll bald rauskommen. Ja, richtig. Dann fehlt nur noch die Linie 5. Ach, Das wäre richtig geil, wenn jetzt die Linie 5 rauskommen würde. Ich habe mich letztens noch so einen Film gesehen von der Linie 5. Ach, deine Mutter frisst Pfannkuchen.
Oh. Das kann doch nicht sein, jetzt ist mein Schleuderunfall. Nur weil die behinderte KI zu dumm ist zum Fahren, oder ich. Kommt drauf an, wie man sieht. Beide, so. Ich glaube, es liegt eher an der KI, weil die sind doof. Naja. Die folgen ja nur ihrem... Ich gebe zu, das war aber auch mein Fehler. Warum benutze ich eigentlich gerade... Ich bin so behindert gerade. guck dir die... Also, Sebibo, du musst dir die Folge von mir nachher angucken. Dann wirst du dir an den Kopf fassen. Unglaublich, wie ich gerade fahre. Boah. Ich fahre gerade auf zwei Spuren. Kann mich nicht entscheiden, wo ich lang fahre und ramme dein Auto weg. Ja, oh, das ist so erbärmlich. Ich schäme mich schon fast. Ja, das ist echt erbärmlich. Mein Vater ist gerade frei. Was, dein Vater ist gerade frei? Nein, dieser Vater ist frei. Ach so. Boah, Mann, oh, ich hab was im Hals. Zuckerwatte. Grammatik? Ja, Grammatik im Hals? Wahrscheinlich. Das wird sein. Nee. Weißt du, was mich dermaßen ankotzt an dem Bus? Was denn? Die Tür-Sounds. Ja, warum sind noch original? Naja, original vom Solaris geklaut. Oh, mach zu, ich muss fahren! Die an der Ampel haben gerade die Tür-Sounds getestet. Die Tür-Sounds sind die original vom Solaris geklaut, oder was? Das weiß ich nicht. Die hören sich schon sehr stark nach Solaris an und ich finde nicht, dass sie sich wirklich ziemlich real anhören. Die hören sich aber schon ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, leiser. Also ich finde... Weil ich cool bin und weil ich es mag zu schneiden, werde ich gleich einfach mal die Tür-Sounds vom Solaris mit reinschneiden. Ja, das kannst du gerne machen. Ja, aber das müssten die sein vom Solaris. Oder zumindest sehr ähnlich. Weil die MAN hören sich niemals so an. Gleich ist meine Druckluft leer. Niemals hören die sich so an, die hören sich anders an. Oh Gott, wo muss ich hin? Die haben Ähnlichkeit, ja, aber... Was genau. Ich bin an der Dorotheenstraße, an der Kreuzung. Genau wie der Blinker, der ist ja auch vom Scania, ne? Ja, würde ich davon ausgehen. Viel Spaß beim Schneiden. Okay, ist das der Blinker vom Scania? Das seht ihr jetzt! Und die Haltestellenbremse. Die müsste vom Standardbus sein. Nee, gar nicht wahr. Vom Citaro. Glaube ich. Kann das sein? Die Haltestellenbremse? Ja. Nee, die ist glaube ich auch vom Solaris. Solaris? Ich glaube, ja. Der Citaro und Solaris haben die gleiche. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Das ist ja alles von Altair. Alter. Naja, eher... Ja... Aber eigentlich auch von Morphy, ne? Ach gut, mehr. Gehabt. Ich musste hier rechts. Oder Sebibo, mehr von Morphy, oder? Das kann auch sein. Sag mal, wo bist du eigentlich? Wie heißt die Haltestelle? Maria-Luisen-Straße. Das müssten... Sind das drei Haltestellen weiter als die, die ich gerade bin? Ach komm! Blödes Haltestellenschild, wer hat das dahingestellt? Ja gut, da stand. Ja? Ja gut, da stand vor mir da, aber. Ja, der Spiegel ist zu breit von mir. Aber guck mal, bei der Strebrücke? Dieses Haltestellenschild steht so, dass man nur dagegen fahren kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in echt 1:1 so steht, dass man dagegen fährt. Bei uns in der Nähe, ne? Da ist auch ein Schild, da steht so, dass man fast dagegen fährt mit dem Spiegel, aber das ist so gemacht, dass man nicht dagegen fährt als Busfahrer. Es sei denn, du stellst dich dumm an, dann kann man es schaffen. Oh. Ich habe aber auch gerade das Haltestellenschild gut genommen. Ich sage, die stehen mal. Ach, der Strick. Oh, ich kann nicht reden. Genau, da bin ich doch. Ach ja. Das meine ich ja, die steht, die muss ich glaube ich in der Dito mal ein bisschen an den Rand schieben. Ein kleines Stücklein. Ich glaube, wir sollten ein bisschen warten. Über was können wir denn mal reden? Über Linie 5. Ja, von wo also geht die? Ich hab ja gesehen, 2001 kam... Ich sehe nicht eine Ampel, ey. Ich hab bestimmt grün. Nee, ich hab rot. Willst du nicht ein bisschen warten und ein bisschen talken? Immer noch zu früh? Oh ja, 3 Minuten. Ja, ich wollte gerade sagen, 3 Minuten.
dann fahre ich mal eben zurück an die Eichhöhle. Oh Gott. Ich freue mich auf die Folge, wenn die nachher bei dir rauskommt. Komm, ruckel mal hier nicht so rum. Fahr jetzt an diese Kackhaltestelle, du. Ruckel? Du ruckelst? Nee, ja, ich hab ab und zu mal Slacks kurz, so kleine Mini-Standbilder. Ich hab eigentlich gar keine. Schön. Wie viel FPS hast du? 47. Ja, hast du mehr als ich hab 40. Aber dafür durchgehend 40 bis 41. Also mach den Motor so lange aus, damit hier mal ein bisschen Luft drankommt. So. Ich hab keine schwankenden FPS. Was, du hast deinen Motor aufgemacht? Aus. So. Aus. Ja, Linie 5. Also pass auf, ich habe einen Film gesehen. 2001 wurden ja diese Metrobus-Liniensysteme eingebracht, ne? Also, Metrobus-Liniensystem, schönes Wort. Ja, Metrobus-Linien. Linie 1 bis Linie ja. 15 ist ja, die fahren ja alle in die Stadt und verbinden die ganzen außerhalb beginnenden Orte. Mhm. Und Linie 20 bis, glaube 25 oder 26, die verbinden halt die ganzen Außenstädte, also die ganzen Außendörfer nochmal so separat. Das kann sein, ja. Ja, das habe ich gesehen. Und das seit 2007 oder 8 oder so, die Doppelgelenkbusse hier eingesetzt werden auf der Linie 5. Seit 2008, glaube ich. Ne, warte mal. 2008, glaube ich. Ja? Weil bei uns fahren die schon was länger in Aachen. Die fahren, glaube ich, seit 2005 schon. Ja. 4 oder 5. Das wundert mich auch gerade, weil ich meine auch, dass sie älter sind. Keine Ahnung. Jedenfalls. Können wir mal kurz Google fragen. Das stimmt. Aber wusstest du, dass man in der Linie 5, man muss ja eigentlich, macht sowieso fast keiner, man muss ja eigentlich vorne beim Busfahrer einsteigen und die Karte vorzeigen, ne? Das macht bei uns keiner mehr. Ja, bei uns macht man das, aber viele steigen auch einfach hinten ein. Und ich glaube, die Busfahrer interessiert das auch nicht sonderlich. Weil Verspätung und so, ne? Ja. Und aussteigen muss man ja eigentlich hinten, weil es schneller geht. Aber oftmals geht es eigentlich auch schneller, wenn du vorne aussteigst. Mhm. Weil der Bus so voll ist dann und alles. Ey, aber da meckert auch keiner rum, wenn man mal vorne aussteigt. Ja, meine Güte, ist halt so, ne? Ja, so. Darum gibt es ja die, also wir sind 4 oder 5 Türen, ja, der neue Capacity L, der ja eingeführt wird. Der hat ja 5 Türen. Ja, hat er, ich weiß. Das soll ja auch einen guten Fahrgasteinfluss angeben, ne? Also man soll die beiden vorderen Türen zum Einsteigen nutzen. Finde ich ein bisschen übertrieben, und aber. Die 3 hinteren Türen zum Aussteigen. So, bei uns ist das so, wir haben die normalen Capacities mit 4 Türen. Da soll man vorne, also die erste und die vierte Tour zum Einsteigen nutzen und die zweite und die dritte zum Aussteigen. Ich finde das ein bisschen übertrieben mit 5 Türen, aber. Ja, ich finde das mit 5 Türen auch ein bisschen übertrieben. Ich, vor allen Dingen, weißt du, 5 Türen. Dann brauchst du deine komplette Hand, um die Tür an aufzumachen. Na, aber die sind ja, ich glaube, die hinteren beiden sind ja mit Kamera, mit Automatik, ne? Ja, klar, Türautomatik. Weil dann musst du ja links abbiegen, ja, ne? Jetzt geht's genau. Los. Genau. Ich fahr jetzt wieder weiter. Ich auch. Ja, bei der Linie 5 ist das so. Da muss man seine Karte gar nicht zeigen. Man kann überall einsteigen, hinten und vorne einfach einsteigen. Ohne die Karte vorzuzeigen, ohne irgendwas. Das finde ich geil. Also bei uns offiziell soll man auch die Karte vorzeigen, das macht niemand mehr, wirklich. Das ist bei uns überall, außer auf der Linie 5. Da ist das so, man darf einfach einsteigen und aussteigen, weil das einfach zu, das wäre einfach zu viel. Und dazu kommt noch, jetzt gibt es an jeder Linie 5 Haltestelle WLAN. Ah, okay. Geil, ne? Ich glaube an der Linie 1 und 3, also was heißt, das ist ja, ach komm, blöde, was fahre ich eigentlich alles um hier? Das ist ja von der Hochbahn. Ja. Und die VHH hat WLAN in den Schnellbussen, in allen Schnellbussen, die besitzen eigentlich. Also Citaro LE und die normalen Schnellbusse ohne LE quasi. Ich verstehe auch nicht, warum die solche haben und solche. Was? Ich verstehe auch nicht, warum die ASAG momentan diese VDL-Scheiße mit diesen Leichtbaubussen da einführt. Ach, diese Müllbusse, die auch in Berlin fahren? Die sind, ich glaube, die fahren, wo fahren die auch? In Berlin fahren die auch, genau. Die sind. Ja. Die sind. Das sind immer bei mir, du musst dir in meinem Kopf so eine Schallplatte vorstellen. Die sich mal kurz auf.
Das ist immer so. Dann frage ich mich, wie das bei Stotterern ist. Ja, da ist. Wir haben halt, die benutzen halt schon etwas ältere Schallplatten, die nicht mehr gut erkannt werden. Ach so, ist klar. Du bist auch, wie nennt sich das, Forscher, ne? Was bin ich, ein Forscher? Mhm, du forschst ja immer. Du forschst immer, was Leute in ihren Kopf haben, ne? Ja. Oh, warum drücke ich jetzt? Ich bin so ein Pfosten. Ey, irgendwann klatsche ich mir. Ich klatsche mir ab jetzt jedes Mal eine, wenn ich die Haltestellenbremse reinmache. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Okay. Oh nein, jetzt fährt der andere KI nicht und macht hier einen Stau. Ach nee, komm, ich ramme einfach das scheiß Taxi. Der andere KI. Schöner Deutsch, ne? Schön. Ah ja, stimmt, die hupen ja jetzt. Ja, ist witzig. Das ist merkwürdig, ich hab schon die. Kenn ich so ja gar nicht. Finde ich aber komm, cool, weil dann weißt du auch mal. Ne? Ab und zu rammst du einen aus Versehen, dann merkt man das gar nicht so. Ja, richtig. Also das zählt jetzt übrigens nicht als Haltestellenbremse reinmachen. Ich habe die nur reingemacht, weil ich an der Ampel stehe. Machen das die Busfahrer bei euch auch? Ja. Ist halt einfacher. Alle. Ja, bei uns. Dann können sie nämlich den Fuß alle von der Bremse nehmen. Ja, ist halt viel entspannter, ne? Ja. Die Faulheit besiegt unser Leben. Heute hätten wir einen komischen Busfahrer. Der war irgendwie ein bisschen verwirrt. Kennst du so einen, der schon nach... Das ist so einer, der hängt die ganze Zeit auf sein Lenkrad quasi beim Fahren. Ey, da denkst du dir auch, da hätte ich nach 5 Minuten Rückenschmerzen. Wie macht er das den ganzen Tag? Und der sah auch so aus, als hätte er so einen richtig krummen Rücken. Nur deswegen. Und der fuhr auch so komisch. Das sind manchmal Leute, kennst du das, die lenken so richtig ruppig. Ja. Ich verstehe das nicht. Immer so rückweise, als wenn das bei denen leckt im Spiel oder so. Bei denen leckt es wohl im Kopf. Ja, ich verstehe das manchmal nicht. Und der fuhr auch ganz komisch, ne? Mal ist er schneller gefahren und dann ist er manchmal, wollte er links abbiegen und er bremst einfach schon gefühlt 5 Minuten früher. Der steht mitten auf der Kreuzung, es kam kein Auto und er wartet einfach, bis das nächste Auto kommt. Hä? Ich verstehe, ich habe sein Fahrstil überhaupt nicht verstanden. Das war der komischste Busfahrer. So, jetzt durfte ich meine klatschen, so. Ich könnte dir einen kotzen. Mein Gott. Könntest du ein bisschen vernünftiger fahren? Gleich moin. Ach du Scheiße, ich bremse immer so behindert. Ich finde das schön, jetzt haben die auch neue Ampeln hier eingebaut, ne? Hallo? Sebibo? Die haben hier jetzt ja auch neue Ampeln eingebaut, ne? Ja, hab schon gesehen. Ich finde so, ich glaube Fischmarkt heißt das hinten, ne? Ne, nicht Fischmarkt, das war in Erfurt. Was meinst du? Gänsemarkt. Oder? Ja. Okay, weil also von Gänsemarkt zum Rathaus, Markt. Vom Gänsemarkt zum Rathaus, Markt. Ja. Da war wieder die Schaltplatte. Ja, da war wieder die falsche Schaltplatte. Da finde ich die Ampeln ziemlich groß, also ziemlich hoch. Ist das in echt auch so? Gänsemarkt bis Rathausmarkt. Ja, musst du gleich mal gucken. Wahrscheinlich wegen den Bussen einfach, ne? Ab, warte mal. Ja, doch, kann sein, ja. Am Jungfernstieg meinst du, ne? Bei der AA. Was? Was ist? Ja, die haben letztens gerade gefragt, wo ich einen Führerschein gemacht habe, bei der HAA. Achso. Nee, beim Jungfernstieg meinst du, ne? Ja, genau, Jungfernstieg. Ah, ja. Ja. Ist ja eigentlich eine größere Kreuzung, da kann man schon verstehen, warum die Ampeln höher sind, ne? Vor allem muss man mal sagen, wofür die A's stehen bei den Ampeln, die ganzen hintereinander. Also Arschloch! Da war ein Polizist, der hat nichts gesehen. Was für A's? An der Ampel. Also wenn du vom Gänsemarkt. Ach, vom Gänsemarkt. Wenn du vom Hauptpimmel bis zum Gänsemarkt fährst, da hast du an jeder Ampel so ein A. Ja, das ist doch wie. Was ist denn das sonst? Bei anderen Maps. Ein T? Türen schließen?
Nee, dieses A zeigt doch an, dass der dich erkannt hat. Nee, das ist ein T, wieso ein A überhaupt? Ein T ist Türschließen. Ein T kann man trinken. Wieso Türen schließen? Es gibt an Ampeln, an Busampeln gibt es zum Beispiel also das K für erkannt, ne? Und das T, also das T also das K erkennt ich, ne, an der Kreuzung. So, jetzt hier auch wieder. Ich habe jetzt hier gerade ein T, das heißt, ich soll die Türen schließen, weil jetzt grün wird. Ja, das stimmt. Das hat, der bei mir hat auch gerade das T angezeigt und dann wurde es grün. Guck mal, ich ignoriere jetzt die Busampel und fahre einfach über die Autoampel. Clever, ne? Ist ja eigentlich nicht verboten. Aber auch nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt, aber auch nicht verboten. Ah, hier, die eine Haltestelle hier in der Mitte ist auch neu, oder? Du meinst, na, wie heißt die? Stephansplatz? Ach, du musst gucken, ich fahre jetzt gleich Schweiz an. Eigentlich nicht. Das war 2005 eigentlich auch so, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen vertue. Nee, die muss so gewesen sein damals. Doch, die war so. Du meinst das A? Ich glaube, das A... Ach so, ich glaube, das hat was mit der Busbeschleunigung zu tun. Kann das sein? Das kann sein, ja. Weil die führen jetzt gerade... Ja, doch, guck. A und dann nach 5 Sekunden wird grün. Ich glaube, das ist wie das K, was du gesagt hattest. Okay. Ich glaube, das hat was mit der Busbeschleunigung, weil die Hochbahn, die macht ja gerade sehr, sehr viel mit Busbeschleunigung. Falls du es mal... kennst du das Hochbahnmagazin? Nee. Ich weiß nicht, heißt der YouTube-Kanal Hochbahnmagazin? Ich weiß, es gibt auf jeden Fall einen Hochbahn-YouTube-Kanal. Abonnier den mal. Und da gibt es jeden Monat, das wird auch auf Hamburg 1 ausgestrahlt. Kennst du ja den Fernsehsender, ne? Nö. Perfekt. Da gibt es immer so ein Hochbahnmagazin, das finde ich eigentlich ganz interessant, das geht irgendwie 10 bis 15 Minuten, gibt es jeden Monat. Und da wird halt so, sagen die dann so was Neues, gibt alles im Hochbahn, WLAN, Busbeschleunigung, zeigen Bilder davon. Das ist geil. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Also wenn du mal Lust hast, wie gesagt, guck dir das an. Und abonnier Hochbahn, glaube ich. Ich weiß nicht, habt ihr es auf dem Hochbahn-Kanal direkt. Wie heißt denn das? SW-Verkehr, kennst du bestimmt den Kanal, ne? Ja, das sagt man sowas. Das hat ja nichts mit Hamburg zu tun, aber ich finde den Kanal an sich ganz interessant, weil die zeigen auch viel über Busse und so. Und was... Ach so, jetzt zeigt er... Der hat ein A angezeigt und dann noch ein T. Genau, das T ist für Türen schließen, weil der dann grün wird. Ach so, weißt du, was das A heißt? Ich glaube, das A heißt, dass die Ampel realisiert hast, dass du anhältst, gibt dir dann irgendwie so lange Zeit, zum Beispiel eine Minute, dass alle Leute ein- und ausstellen können, dann zeigt er das T an, damit du die Tür schließen kannst und dann losfahren kannst. Bingo. Ja, das kann sein. Hört sich ganz schön gut an. Hier hat er jetzt auch wieder ein A. Ich glaube tatsächlich, dass A heißt, dass die Ampel so lange Zeit gibt und, keine Ahnung. Oha, Kollege, was machst du? Also ich glaube, das A ist wie dieses K, erkannt. Ja. Nur, dass es, glaube ich, dann noch heißt, muss nicht nach 5 Sekunden oder so sein, kann länger dauern. So, also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil... keine Ahnung, könnte man ja mal googeln. Und was noch interessant ist, hast du die VHH abonniert? Ich habe fast nichts abonniert, was Hamburg-mäßig zu tun hat. VHH Bus heißt der YouTube-Kanal, ne? Oh Gott, was war das jetzt für ein Bug? Den könntest du mal abonnieren, da ist einer, der heißt Rolf. Ich glaube, der hat auch diesen O305 für Omsi gemacht. Oh, okay. Der ist ja von Rolf Westfalen, heißt der Typ, ne? Der den O305 gemacht hat. Ist richtig, ne? Kann sein, ja. Und ich meine, der Typ von der VHH, der heißt auch Rolf Westphalen. Also ist das wahrscheinlich sogar der Typ. Warte mal, da muss er wahrscheinlich auch das Stadtbus-Add-on gemacht haben. Das ist ja ganz witzig, weil ich habe ja einen Praktikumsplatz bei der VHH. Vielleicht sehe ich den Typ mal, dann kann ich ihn mal fragen. Cool. Also theoretisch müsste er das ja sein. Es wäre ja schon komisch, wenn beide was mit Bussen zu tun haben, den gleichen Namen haben, aber was anderes machen würden. Ne? Also... Dass er das da nicht ist, das wäre schon ein bisschen kurios. Ja, und der erklärt immer ganz viele Sachen über VHH-Busse. Solltest du dir auf jeden Fall mal angucken, wenn dich interessiert. Ich finde es auch sehr interessant. Der hat auch schon was über die Oldtimer-Busse erklärt.
Sekunde, ja. Wo ist denn die Hülle? Warte mal. Ich habe hier doch noch die eine Hülle. Sekunde, da. Also. 5 Stadtbus, Sekunde mal. Ach guck, steht da unten. Virtueller Modellbau, Rolf Westfalen. Dann wird das wohl der Typ sein. Das ist cool. Hm. Ah, jetzt geht's wieder. Weil hier sind auch Bilder von dem Büssing Präsident zum Beispiel. Das ist ja alles aus Hamburg. Dann auch von Hamburger VHH-Bussen. Das finde ich ganz geil. Also er hat also den O305 gemacht und den, na wie heißt der? O405 dann wahrscheinlich auch, oder? Ne, O405 war Petro. Ach so. Naja gut, dann hat er wohl den O305 gemacht und der Stadtbus hat auch, wie es aussieht. So, jetzt geht's wieder. Ich habe voll viele Errors gehabt, Aber das ist ja witzig. Dann wird der Petro wahrscheinlich auch was mit Hamburg zu tun haben, oder? Ja, Petro wohnt doch in Hamburg. Echt? Ja, vielleicht nicht Petro. Ach sorry, Darius ist das. Ja, wer hat jetzt den 405 gemacht? Petro. Wohnt er auch in Hamburg? Der Doppelgängbus macht, der kommt, der, das ist Darius, der kommt, der hat ja auch das 3 Generation. Ja, 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 das weiß ich. Der kommt ja aus Hamburg. Ich hätte ihn fast gerammt. Nee, aber dieser Petro, wie heißt er jetzt? Petro, der den O405 gemacht hat. Und den 305G. Genau, ich kann. Nee, den hat Rolf Westfalen gemacht, stand da. Bei Morphy stand das mal. Bei Morphy stand O305G Sound Update bei Rolf Westfalen. Okay. Steht ja auch hier auf der Stadtbus O305 Dings. Da steht auch Rolf Westfalen unten. Also ist dieser Rolf Westfalen der gleiche wie der die VHH-Videos erklärt. Also arbeitet der beim VHH, kennt wahrscheinlich den Petro gut, oder Petro oder wie der heißt. Deswegen haben die gleichzeitig so ein Add-on entwickelt und rausgebracht. Das heißt wiederum, dass der wahrscheinlich auch bei der VHH arbeiten wird. Krass, ne? Ich glaube, ich bin Detektiv. Das heißt, ich könnte die alle kennenlernen. Nice. Und ich wohne hier in Drecksachen, ey. Aber ich hoffe, ich treffe diesen Rolf Westphal, dann kann ich ihn mal fragen. Das wäre schon cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann ich mal fragen. Mann, Error von dem Bus und Gottes Willen. Dann gehe ich zu ihm hin. Bist du Rolf? wie soll ich das denn... wie soll ich das denn anzetteln? Bist du Rolf? Keine Ahnung, wenn er fragt, wie kommst du denn auf die VHH, oder wenn irgendwer einer fragt, oder allgemein einer fragt, sagst du einfach, ja, Omsi. Und dann kommt der wieder hellhörig und dann... Aber ich muss ihn ja erstmal dazu bekommen, dass er mich das fragt. Ja. Ha, 1600 Mitarbeiter, scheiße. lol. Ficky. Was? Der Rathausmarkt ist bei mir kaputt. Ja, bei mir ist irgendwie die ganze... Deine Mutter fährt. Guck, hä? Lol, mein Rathausmarkt ist kaputt. Einfach nicht hingucken und vorbeifahren. Hä, ist dein Rathausmarkt auch kaputt? Nö. Ach nö, bei mir lädt gerade wieder nichts. Ich hatte gerade eben voll viele Errors und wurde auch...